habe ich euch. Willkommen auf dem Kanal. Heute geht's wieder auf die Straßen. Diesmal sind wir in Leipzig in der Eisenbahnstraße. Wieder zusammen unterwegs mit dem Franz. Ja, mit diesem Objektiv geht's los. Sigma 17-35 Blende 2.8 bis 4. Hört ihr gleich nochmal im Video. Also, würde ich sagen, auf geht's. So, und wieder unterwegs. Franz, sag mal Hallöchen. Hallo. Was hast du jetzt eigentlich nochmal genau? Nikon AF. Nikon Lens 3512. Stellt die ISO an der Linse ein? Oder was? Eine analoge Kamera. Ja, aber da steht was von ISO. Ja, klar, du musst ja der Kamera sagen, welchen ISO der Film hat. Okay. Ja. Das weiß ich auch noch nicht. Nicht schlecht. Macht Spaß. Was ist ein Unterschied? Muss nichts einstellen, ich meine. Ja, ist richtig. Einfach nur raus und shooten. Raus und shooten, mit dem Mayo. So, heute wieder A73, Sigma 1735, 28 bis 4. Und heute in der Eisenbahnstraße in der Nähe. Angst? Ich werde dich beschützen. Oh, ich meinte eigentlich dich. Ah, ich weiß, du wohnst ja hier. Ja. Hotel. Das ist nicht gut. Achso, ich muss mal auf Zeitautomatik einstellen. Etwas heller. Jetzt. Ah, so. Hast du nicht geguckt, hast du nichts gesagt. Wie viel kann man nicht? Das ist komplett unsere Eisenbahnstraße und die ganzen Nebenstraßen, die Sonne hier gerade durch. Ja, ne? Oh! Jetzt weiß ich, was du meinst. Stimmt. Alter. Aber um Gottes Willen. Und Auto? Nö, kommt nichts. Alter. Also jetzt werden Tele glatt besser, aber ja gut. Boah, geil. Ja. Deswegen ist tiefer Sonnenstand immer ganz Hammer. Sowas musst du halt, was ich in New York und so liegen, die riesen Hochhäuser überall. Das ist geil. Also tiefe Sonnenstände in New York ist sowas geil. Ach, jetzt will er wohl doch schon wechseln. Ja, das ist ja wirklich geil. Also lässt du trotzdem noch draußen? Das ist jetzt quasi immer meine Ghetto-Halskette. Ich renne immer so mit der. Komm, Ghetto-Pose. Komm. Nein. Noch. Komm, scheiß drauf. So eine Fangbilder müssen auch mal sein, finde ich. Das will ich dann bitte haben. Das kriegst du. Ah, sein Wildtrotz. Das findet er gut. Was hast du noch mit? Das ist 14.30. Hä? Metall. Z50? Ja. Geil. Wo hast du die denn her? Kleinanzeigen. Oder hast du die schon länger? Kleinanzeigen, die habe ich letzte Woche. Nicht schlecht. Ja. Muss ich auch mal anfangen, so YouTube-Videos zu machen. Nicht schlecht. Wollen wir mal ein Review machen. Für wen ist das als Einsteiger gedacht? Beziehungsweise welche würdest du ihr empfehlen als Einsteiger überhaupt? Ja. Also, ganz klar. Nicht schlecht. Du holst dir hier Sachen, Alter, sag mal. Und jetzt schön mittig auf die Straße, dann hast du schön die Kirche von vorne drauf. Solange kein Auto kommt und mich überfährt. Boah! Die Sonne, Alter. Oh, genauso bleiben, bitte, dankeschön. Problem ist halt, die Sonne knallt übelst rein. Oh, jetzt sind sie das nicht. Ja, ich habe kein Tele mit. Das heißt, die siehst du nicht wirklich. Aber, was man sieht, sind eigene Schatten. Geh mal weg. Oh ne, wenn dann so. Alter, hab ich lange Beine. Bin noch zu weit weg. Das ist. Kracht's an allen Ecken und Kanten. Oh, guck mal hier. Wir brauchen den Wald, der braucht dich. Nee, wir brauchen den Wald und der Wald braucht dich. Ah, jetzt habe ich verstanden. Danke. Das sieht cool aus. Wir brauchen 20.
Ach, guck mal, ein Bild für dich. Ein Schild für deine Kamera. Analog. Dann machst du das Café raus und machst statt Café Kamera. Alter! Ein Stück zurück muss ich noch. Den Baum hat die eigentlich nicht unbedingt drauf haben. Ach, obwohl. Der Baum ist jetzt mein Rahmen, ganz einfach. Ein bisschen niedriger. Das geht los. Guck mal, piekst die ganze Zeit, was am Schuh ist, blöd. Ich bin nicht das hast du noch ein bisschen Sonne. Ganz klein wenig. Achso, ich habe ja noch. Ich habe noch mal nur ältere da. Das sieht echt jetzt. Oh, warte mal, doch, doch. Da kommt da hinten noch ein bisschen Sonne. Das klaut immer mein Foto. Nein, deine Hände, deine Kamera und dein Foto. Aber so sieht das eigentlich auch ganz geil aus. So der Kirschbaum oben, dahinter die Straße. Nein. Oh. Die Zuckerstangen, die großen, müssen wir mal aufnehmen. Oh ja. Ha, macht schon Spaß. Ach, hier ist auch noch ein Mini-Kirschbaum. Was? Na, hier? Ja, ne? Niedlich. Aber auch wieder, wie ich finde, eine ganz schöne Idee für einen etwas anderen Blickwinkel. Nein, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh Gott, oh Gott. Jetzt auch einmal schön drüber. Oh Gott, oh Gott. Puh. Oh, Alter. Noch schön eingerahmt von dem Tor links und rechts. Das ist gut. Ja, ich würde sagen. Achso, nimm den doch. Alter. Oh. Da habe ich gerade schöne Lenzfilters drauf gehabt. Das sah cool aus. Meine Fresse. Ja, ja nicht. Das ist ja auch nicht. Gar nicht so leichtes Ding. Oh, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was ist da eigentlich für ein Objektiv drauf? Also Größe und sowas, was ist denn das eigentlich? Hast du ja gesagt. Ah ja, 35,8. Ja. Die ISO hat mich ja kurz abgelenkt, da habe ich sie voll verfeilt. Warte, warte, warte. Jetzt will ich was gucken. Jetzt will ich was probieren. Das sieht cool aus. Ein Stückchen näher ran, Musik. Warte. Oh Gott. Oh Gott. ich hab glaube ich verwackelt. Ja. Halt, halt, stell ich nochmal hin. Oh. Da hab ich jetzt verwackelt. Das ist anstrengend hier. Das sieht einfach nur dämlich aus. So, jetzt mal gucken. Ja, ich hab wahrscheinlich gerade eben ordentlich verwackelt gehabt. Oh, ja, das sieht nämlich schon besser aus. Du hast einen Blick von dir. So. Willst du jetzt Drachenbahn jagen? Willst du? Ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Sonne wenigstens auf der anderen Straßenseite. Ja, warte, lass mich noch die Kamera schnell wechseln. Na ja. Geht ja fix. Ah. Was kommt jetzt? A72 mit Tamron. Was? A72 und Tamron hol ich jetzt so. Wenn ich den Deckel mal in die Flosse krieg. Na komm. Rein das gute Stück. Und dann hat sich das.
Jo. Hey, du kurz. Hast du? Leica ist scheiße. Keine Ahnung, du. Das gute Stück gab es dazu zu meiner. Aber das sieht geil aus mit dem Rot. Sieht geil aus mit dem Rot und ich kann es so direkt ans Stativ auch ranmachen, wenn ich es brauche. Ja, das ist ja das Herrliche. Deswegen habe ich jetzt mal auf den Batteriegriff verzichtet, aber ist ja auch nicht so wild. Immer ein LD. Immer ein LD mit dran. Na, ich glaube, das war nix. Oh, doch, doch, doch. Ah, ich bin so weit weg. Hm, das könnte was werden. Der knüpft gerade mit dem Handy. Oh, schau mal, komm. Jetzt muss ich schnell überlegen. Nee. Ich geh mal auf eine 50. Oh ja, warte mal, mit dem Wagen drauf, das ist ganz gut. Oh, schön verschwommen. Das finde ich gut. Außen gerade? Ja. Der Rest ist wirklich glatt hier oben. Geil. Oh, der war so gut. Spiegel glatt. Okay. Und hier. Schön, schön. Geil. Hm, oh, yes. Ich habe einen drauf. Ja. Hast du auch? Sag mal. Ja, fast. Das war nie so richtig aktiv. Ausprobiert. Guck mal, bei mit der Fußgängerin dahinter, die völlig weg ist. Aber sonst sind leicht verwackelt. Ja, auf 100, warte, warte, warte. Auf 100%. Ach, du hast rangezoomt. Das ist das Original. Oh, oh, der war gut. Zieh das rein. Zieh warte? Das rein. Der schaut mal. Ja, naja. Ja, 85, das stimmt. Aber hier, das Auto spiegelt sich richtig geil in der Straßenbahn. Das ist ja. Ah, so. Wie spät ist es denn? 7:30. Ja, das wollen wir gleich nicht mehr machen. Was? Naja, ich muss morgen früh raus. Okay, dann verabschiede dich schon mal. Komm, mach zu. Wieso? Du sagst ciao. Erstmal noch ein Foto. Nee, das meinte ich. Egal, ich mach mal. Hä? Da! Da sind wir wieder. Na, was haltet ihr von dem Sigma? Ein paar schöne Bilder sind entstanden, möchte ich behaupten. Und ist auch eine echte Budgetlösung, möchte ich behaupten. Wenn ihr mehr wissen wollt, haut's mal in die Kommentare. Ich mache gerne einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich habe es jetzt auch schon seit, ich glaube, Minimum 2 Monate und bin echt zufrieden. Gerade wenn ich auf den Preis sehe, den ich dafür bezahlt habe. Echt ein Schnäppchen. Und ansonsten, ein paar Bilder von der Runde kommen jetzt gleich noch in der Zusammenfassung. Und wenn es euch gefallen hat, über ein Abo und einen Daumen würde ich mich freuen. Und falls ihr noch Wünsche oder Fragen habt, haut diese in die Kommentare. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. See ya.